Martin Banz leitet die Fachstelle Qualitätsmanagement, Pflege und Betreuung bei der WZ AG. Sie war federführend in der Aufgleisung des Angehörigenkonzepts Angehörige als wichtige Partner und hat sich auch für die Massnahmenumsetzung verantwortlich gezeigt. Grüezi, Frau Banz. Grüezi. Herzlichen Dank für das Gespräch, das wir miteinander führen. Merci. Frau Banz, was sind die wichtigsten Eckpunkte des Angehörigenkonzepts der WZ AG? Grundsätzlich wird im Konzept die Haltung der WZ AG für die Zusammenarbeit mit Angehörigen formuliert. Zwei Hauptpunkte sehe ich im Eintritt von Bewohnern. Wie können wir dort die Angehörigen unterstützen, begleiten, informieren? Und der zweite wichtige Punkt aus meiner Sicht ist wirklich die Information, Vertrauensaufbau. Was können wir da investieren? Beziehungsaufbau, was können wir da machen und investieren? Wie haben wir denn das können umsetzen? Die Pflegefachpersonen haben alle eine Weiterbildung gehabt durch eine externe Fachperson. Und alle Mitarbeiter können in der Teamleitung informieren, was sie in der Zusammenarbeit mit den Angehörigen konkret umsetzen. Und das Zweite war, auch Ideen einbringen, was wir in Zukunft noch besser machen können. Ich war zum Teil sehr beeindruckt von diesen Rückmeldungen. Auch vor allem, was sie mit den Angehörigen erlebt haben und was sie umgesetzt haben. Da ist wirklich Haltung und Herz rausgekommen. Und die Ideen, die haben wir alle gesammelt, strukturiert, nachher geprüft, was ist umsetzbar, was nicht. Und daraus sind zum Teil kleine Verbesserungen entstanden, aber es sind noch Verbesserungen entstanden. Und meistens sind es ja die kleinen Sachen, die... Es sind ganz viele kleine Sachen, weil wir haben eigentlich... Einen Haufen haben wir ja schon gemacht und gelebt. Aber wir haben sie zwei aufs Papier gebracht. Und so haben Sie das ins Bewusstsein gebracht? Ins Bewusstsein gebracht, und zwar nicht nur von den Mitarbeitern von der Pflege, sondern auch von anderen Mitarbeitern vom Team Immobilien zum Beispiel. Können Sie das ein bisschen ausführen, an einem Beispiel? Wie muss ich mir das vorstellen? Der Eintritt, ich finde, das ist auch der ganz wichtige Eckpunkt. Und nachher der Vertrauens- und der Beziehungsaufbau zum Bewohner, aber mit dem Bewohner zusammen auch mit den Angehörigen. Das heisst, vor allem die Pflege, die den intensivsten Kontakt hat mit dem Bewohner und den Angehörigen, muss wirklich aktiv auf sie zugehen, muss transparent informieren. Das finde ich ganz etwas Wichtiges für uns, Vertrauen aufzubauen. Weil wenn ich kann, Vertrauen als Angehörige, ich komme ihre Informationen über, egal was, ich glaube, das unterstützt auch das Vertrauen. Ja, und es ist noch schwierig, Beziehungsaufbau zu verschriftlichen, oder? Weil das ist alles so feinstofflich. Ja, das ganz klar. Ich glaube, es braucht aber ganz viele Begegnungen, offene Begegnungen, auch proaktive Begegnungen, auf die Angehörigen zugehen, auch einmal fragen, wie geht es ihnen bei einem Besuch und nicht immer nur über Bewohner reden, sondern auch einmal fragen, wie geht es ihnen, wenn ich meine Mutter ins Heim bringe. Also ja, es ist eigentlich noch schön, wenn man mich fragt, oh, wie geht es ihnen dabei? Und haben Sie jetzt das Gefühl, man kann wie also eine Verbesserung verzeichnen? Die Sensibilität für das Thema ist ganz sicher gestiegen. Was ich auch beobachte, wir tun zum Beispiel schneller den Angehörigen sagen, auch wenn sie nicht erst auf die Arztvisite kommen, wir machen mehr Angebote, sucht Lösungen gemeinsam mit ihnen. Ja, das ganz klar. Danke, Frau Banz, für die spannenden Einblicke.